Herzlich willkommen, Freunde, zu einem kleinen Goldrattian. Eins der letzten Monster, die uns noch auf der zur zerstören Monsterliste fehlen. Genau. Insgesamt fehlen uns noch 6 Monster, die wir zeigen möchten. Und das ist eines davon. Jo, da kommt dann noch ein anderer Weaver dazu und beim Rest könnt ihr euch überraschen. Sind's auch Weaver? Naja, aber es sind 2 davon wirklich Weaver. Ich meine, der Fetti da und der andere, der Dicke da in der Lava. Der hat auch Flügel, die sieht man nur nicht. Ah, okay. Ich dachte, der hüpft ja immer nur. Nein, das macht er mit seinen ganz, ganz kleinen Flügeln, die an der Nasenspitze hat. Und ich wette, Claudia ist super vorbereitet und hat vergessen zu essen. Das ist, wirst du gleich sehen. neue Map. Yep. Cool. Wohlgemerkt, die Map sieht am geilsten aus, wenn man Mond durch Nagakura bekämpft. Weil dann ist diese Map hier nämlich bei Nacht. Wenn wir hier runterspringen, geht's los. Was Xano gerade rausstellt. Banzai! Das ganze Ding hier besteht aus einer aus einer einzigen Karte. Achso, also wechselt er nicht. Nope. Ah. Wohlgemerkt, die Schwanzspitze und den Kopf von Rasian, das du nicht hauen kannst. Also, na doch, mit Morphax schon, aber weiß ich mal. Da ich es schon gemacht habe, weiß ich leider ihren neuen Move schon, aber ich verraten dir mal nicht. Damit du voll ins Ungewisse rein willst. Noch ein Tank. Ja. Weißt du doch. Ach ja, schon eine ganze Weile her, seitdem wir es jetzt mal aufgenommen haben. Ja. Wow. Gehst sogar zurück, wenn du diesen Feuermove machst, okay? Boah. Stimmt halt, mein Elektrowaffe hat ja so wenig Schärfe. What the? Und sie ist wesentlich schneller. Ja. Und genau dieser Move. Wow. Zwei. Ja, den kannte ich doch schon. Hatte Rosa auch schon angewandt. Nee, Rosa hat ja diese Drehung gemacht. Aber die goldene Rattia macht. Normalerweise macht sie 3 Feuerkugeln. Sie macht 2 und macht dann die Drehung. Ah, okay. Da kann man jetzt schon gesucht. Das ist es ja gerade. Ah, hast ja gerade gemerkt, dass der Kopf ein Stein hart ist von der. Wow! Du hast ja irgendwie gerade so an allem vorbeigerollt. Ja, ich wollte gerade sagen, du hast gar keinen Schaden gemacht. Ja, ich bin die ganze Zeit nach vorne immer weitergerollt. Oh, oh mein Gott. Ich darf nicht vom Feuer getroffen werden. Da guck das mal an. Schade. Ja, aber ich hätte gedacht, ich werde nicht getroffen, weil rechts ging es vorbei, links ging es vorbei. Dann hat doch die Explosion. Wir können es ja trotzdem versuchen zu fangen mit dem Schockball. Ja. Ihr schmeißt sie um und ich muss mich erstmal hier so ein bisschen aufrichten. Ich kann es ja nutzen dazu. Ah, brüll mich nicht an. Also viel schwerer als die normale Rasen, finde ich sie nach wie vor nicht. Die Ebene ist episch. Ja, die Ebene ist richtig geil. Och, hier liegt es ja schon wieder. Ach ja, es gibt hier eine Stelle, wo du graben kannst, wo du Drachenknochen-Relikte herbekommst, also die höhere Stufe von den Drachenältesten Knochen. Die brauchst du für die schreckendsten Geradeste. Aua. Aua, aua, aua. Geh weg von mir. Nachladen. Sag mir nicht. So. Oh, holy, ich bin so dämlich. Oder? No point, Andi dort. Also, egal. Sagen Sie mich jetzt nicht. Oh. Bam. Ein Combo. Ja. Ich wusste jetzt gerade nicht mehr, dass er Gift hat. Die stehen alle so schön abseits. Hör auf mich zu fokussen. Ich muss mich heilen. Bei mir ist der Schweif von Rasen jetzt volle Kanne durch Claudi durch. Irgendwie leckt bei mir. Unterfett. Bei mir leckt auch Rasen so ein bisschen. Naja, oder. Da fällt Rasen von mir. Mist. Ich wollte mit Rollen ausweichen. Ja, okay, bei mir leckt's auch. Oh nein. Oh, oh. Nein. Wow.
Ich hasse es. Nicht vergiften. Mach alles, nur mich nicht vergiften. Hard Mode. Ja, ist ja auch, steh auch dumm da, wenn du mich vergiftet. Auch kein Ding. Nee. Bei ihrem Kollegen sollte man es dann aber nicht hören. Nicht unbedingt vergessen. Tschüss, Ray. Ich krieg einen einzigsten Hieb von Claudia, aber ich flieg erstmal durch die Gegend. Rasian ist gut jetzt. Zuck nicht so, Rasian. Oh, aber ich liebe die neue Waffe. Ich hab sie mir ja gemacht, kurz bevor ich Monster Hunter nicht mehr angemacht habe. Das ist die stärkste Elektrowaffe, die man haben kann. Mit Langschwert. Aua. Oh oh. Da. Ofu. Das war weggekombot. Ich lebe gefährlich mit meinem Minus, wie viel auch immer, Feuer. Ich tank den Shit. Oh verdammt, ich hab vergessen, dass mein Waffen genug Ladung hatte. Oh Gott. Oh, sie macht's nochmal. Nee, doch nicht. Aber das Einzige, was sie hat, was man wirklich sagen muss, ist, sie hat ordentlich Leben. Oh, mal gucken, wer das da jetzt noch mitmacht. Gute. Oh. Und der Hochlandung. Und wie du merkst, der Schweif ist übelst robust. Au. Ich wollte nur das auswaschen. Oh. Aua. Jetzt habe ich Claudia auch gehauen. Die hat mir voll ins Gesicht getreten. Fräulein, so geht das nicht. Aus. Aus, Fifi. In Wirklichkeit bringt man die Monster da gar nicht um. Man erzieht sie nur. Wow. Macht sie später dann zu den Pokémon der Neuzeit. Genau. Das kannst du woanders da bitte landen? Mit das wäre mal was im Pokémon im Rasian-Style. Ha! Schnipp, schnapp, Schwänzler. So. Na? Oh nein, Radian. Oh Gott. Ich merke schon, ich habe die Spielpause, die ich gemacht habe, und ich achte schon wieder nicht auf meine Leiste oben. Ja. Kenne ich nur zu gut. Jetzt bin ich auch gegiftet. Und? Das hat mich gegiftet. Das ist total knorke. Voll knorke Deutsch. Waffenstärke. Gib mir Deutsch. Alter, Waffenstärke ist sogar gesunken. Das. Ja, bei mir schon oft genug. Ja. Ja, ist bei mir aber relativ selten. Ich habe ja Schärfe plus 1, also Handwerk plus Scharfschwert verliert weniger Schärfe. Ach, er hat. Cap. Ach, der hat die Goldrasian-Rüstung an. Okay, wir können sie cappen. Na, dann schnappen wir uns doch mal. Gar nicht catch em all. So, Pokéball bereit machen. Warte mal. Gut. Pokéball ist bereit. Oh oh. Wow. Oh. Oh. Gott sei Dank. Sing. Warte mal. Ich will nicht zu dich an der Falle stehen. Also ganz ehrlich. Los, komm. Komm, Baby. Da kannst du landen. Nein, nicht ganz. Doch. Pokéball los! Bei mir kommt der Pokéball noch am Bein an, da so. Ah, komm mal mit. Ich will noch den Schweif ausnehmen. Ah, dann komm mal hier hinter. Ich möchte ja die Stelle auch im Video sehen. Kann man jetzt zweimal ausnehmen oder nur einmal? Einmal. Hier hinten, so, wo ich stehe, ja? Da kannst du Sachen sammeln, also diese Drachenältesten Knochen und Drachenknochen-Relikte. Die gibt's nur hier. Diese Relikte. Drache. Was? Irgendwas mit Drache, Draco. Drachenältesten Knot, das ist der Knochen da, also der ganz normale, den du auch in der Tundra bekommst. Weil hier gibt's halt auch diese Relikte, die braucht man für die Schreckensmirales, zweite Stufe. Und für die Rüstung. Ich guck gerade schon ein bisschen in den Hintergrund. Also wenn wir jetzt das andere Vieh machen, anstatt den du geplant hattest, dann siehst du die Map noch bei Nacht. Das ist auch ziemlich geil. Also bei Nacht ist das wirklich ein Traum, hier drinnen zu kämpfen. Ach, alles zu seiner Zeit. Okay. Naja, wir sehen uns dann. Okay. Du. Ja, natürlich. Ich krieg Abschlussbild. Ich krieg ein Radian noch für Rubin. Ich hab eine Radian-Hülle. Und ein Rubin. Wow.
So, was wollte ich mit dem Draht ja nochmal machen? Ah, die Giftwaffe. Jetzt kann ich die machen, what the fuck? Oh Mann. Ladevorgang. Watchout speichern. Jupp. Gut, damit sind es nur noch 5 auf der Liste. Was bringst du? Wasserabwehr und außer. Komm, nehmen wir da. Bin die Boxen mit. Fertig, fertig. Ey! Ich hau. Ich hasse Mücken. Jetzt hau ich mir erstmal Kräutermedizin rein. Warum? Ich weiß, dass fast alle auf der Giftmücken jetzt noch kommen. Das will mir nicht so ganz gefallen. Gut, Freunde, dann würde ich sagen, wir verabschieden uns für diesmal und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Jo, ciao. Bis dahin.